und herzlich willkommen, Ländle Talk im Hubers, die neue Ausgabe. Wir wollen heute den Zusehern aus ganz Österreich vielleicht den närrischsten Menschen in Vorarlberg vorstellen, und zwar den Landespräsident vom Verband Vorarlberger Fasnerzünfte und Gilden, Schmidt Ernst. Ernst, danke, dass du heute hier mit dabei bist. Gerne, hallo. Unter Nahenfreunden ist es ja so Brauch, man duzt sich. Woher kommt dieses Brauchtum? Ja, aus der Geschichte, und zwar ganz weit zurück. Ich denke, wenn man an die Königsschlösser und so weiter denkt, dort hat es auch schon Narren gegeben. Und Narren dürfen ein wenig mehr als wie andere. Und darum, lieber Narrenkollege, wir dürfen ein bisschen mehr plaudern, wir dürfen ein bisschen mehr Blödsinn machen und wir dürfen es auf einen haben miteinander. Jetzt haben die Zuseher in ganz Österreich über Austria 9 und natürlich auch bei Ländle TV in Vorarlberg schon vieles über den Vorarlberger Fasching erfahren dürfen. Was hat der Fasching in Vorarlberg für einen Stellenwert? Ja, im Prinzip hat der Fasching einen relativ hohen Stellenwert, weil wenn man heute denkt, dass wir 116 Vereine haben, gemeldete Vereine, die aktiv unterwegs sind, in diesen 116 Vereinen 4.500 Mitglieder in den einzelnen Vereinen stecken, kann man sich ungefähr vorstellen, was für einen Stellenwert das hat. Nicht alle können mit dem Fasching natürlich was anfangen, wäre auch nicht sinnvoll, weil was soll's, man muss auch mit den anderen leben können, aber ein Großteil ist einfach narrisch unterwegs und darum gibt es auch die Vorarlberger Narren und die Vielzahl der Vorarlberger Narren. Kann man ganz narrisch einfach den Zusehern erklären, was ist der Unterschied zwischen Fasching, Fasnacht, Karneval und was es sonst noch alles für Wörter für den Fasching gibt? Also ich denke, dass alles fast dasselbe ist. Der eine sagt Fasnacht, der andere sagt Fasching, der andere sagt Karneval. Es ist einfach ein Sammelsurium von verschiedenen Aktivitäten, die in dieser fünften Jahreszeit einfach über die Vorarlberger Bühne geht, aber nicht nur über die Vorarlberger Bühne, sondern ganz Österreich und natürlich denke ich auch an Europa über die Bühne geht. Überall gibt es Narren, überall sind sie unterwegs, überall verbreiten sie Spaß und Freude und das ist unser Ziel im Hintergrund. Kann man sagen, dass Vorarlberg die größte aktive Narrendichte in Österreich hat? Das würde ich blind unterschreiben. Also wir reden hier von wirklichen Faschingsnarren. So ist es. Wie kommt jemand wie du, der doch eigentlich auch sehr sozial unterwegs ist, beruflich, der bei der Lebenshilfe aktiv ist, wie kommt ein Mensch wie du zum Fasching? Das ist eine etwas längere Geschichte. Vor 22 Jahren hat mich ein Guggermusikspieler gefragt, ob ich nicht Lust und Liebe hätte, ebenfalls bei den Guggermusikern einzusteigen, weil ich früher bei der Musik aktiv unterwegs war. Dann habe ich gesagt, ich schaue mir das einmal an, bin dann in Blue Dance eingestiegen, ja, und habe dort 5 Jahre gespielt und anschließend habe ich die Spelter Schrenzer in Feldkirch mitgegründet. Und dann hat man gesagt, alle, die man in den Vereinen nicht brauchen kann, schickt man im VfF. Okay, und so kommt man in den Verband und wenn man sie dort gar nicht brauchen kann, werden sie Präsident. Absolut richtig, so ist es. Aber es ist ja auch eine wirkliche große Aufgabe, es sind sehr, sehr viele Tausende Aktive mit dabei. Woher nimmt man da die Zeit, bei diesen Veranstaltungen immer mit dabei sein zu können? Man braucht eine verständnisvolle Familie. Auch meine Gattin ist sehr viel dabei, weil sonst wäre ich wirklich nie mehr zu Hause. Ich würde meine Familie nicht mehr sehen. Und unsere Kinder sind von klein auf immer mitgegangen und somit hat sich die Familie in diese Richtung einfach entwickelt. Und sonst könnte man es wirklich nicht machen, weil es sind einfach unheimlich viele Termine pro Woche. Wenn ich nur an die 116 Vereine denke, übers Jahr verstreut, 116 Jahreshauptversammlungen, dass die aufgeteilt werden müssen. Und alle sollten wir besuchen, sofern wir einfach die Möglichkeit dazu haben und auch eingeladen werden, machen wir das auch. Wir haben das letzte Jahr geschafft, dass wir alle eingelangten Einladungen bestückt haben. Also es war immer jemand vom VfF-Präsidium mit dabei. Jetzt ist es ja ein Ehrenamt und man bekommt kein Geld dafür, man macht es trotzdem. So ist es, weil es einfach Spaß macht. Es macht Spaß, mit Leuten fröhlich zu sein. Es kommt auch sehr viel zurück. Es kommt Freundlichkeit zurück, es kommt Harmonie zurück, es kommen Gefühle zurück, die man, denke ich, sonst nicht immer so präsent vor sich hat. Und das ist das Schöne an der ganzen Geschichte. Man lernt Freunde kennen, wie du auch. Wir haben uns im Fasching kennengelernt und wir sind immer noch Faschingsfreunde und das schon jahrelang. Es entwickelt sich und ich stelle immer wieder fest, dass es viele Vorarlberger gibt, die irgendwo in Faschingsvereinen aktiv sind, die hohe Ämter in sich haben, wie zum Beispiel Bürgermeister und vieles mehr.
Ist das auch ein Sprungbrett für Karriere? Das kann ich weniger beurteilen, aber ich gehört habe ich schon, dass solche Ämter natürlich Sprungbretter für Karrieren sind. Weil man steht auch in der Öffentlichkeit, man steht dort und da, man muss reden können, man muss ein bisschen offen sein für Probleme, man muss zuhören können. Und da denke ich schon, ist es ein Sprungbrett in sämtliche Richtungen, die man sich unter Anführungszeichen vorstellen kann. Nachdem man als Landespräsident von diesem Amt nicht leben kann, gibt es ja auch einen Hauptberuf. Und der Hauptberuf ist etwas ganz Gegensätzliches. Ich habe es schon erwähnt, bei der Lebenshilfe. Was hast du dort für eine Funktion? Ich bin der Leiter eines Handelshauses, wo wir vor 7 Jahren begonnen haben, das sogenannte Brockenhaus. Wir versuchen hier Menschen mit Behinderung in Handelsschritten einzuführen oder sie dort hinzubringen, dass sie wissen, was im Bereich des Handels so abgeht. Wir haben pro Tag in diesem Haus zwischen 250 und 300 Kunden, wo wir 15 Menschen mit Behinderung im Verkauf mit einbauen. Und das ist das Schöne. Aber klar, es sind die zweite Seite, es ist die soziale Geschichte. Und das ist dieses Haus, wo das lebenswert macht. Das ist einfach Ruhe. Man braucht Zeit, wenn man zu uns kommt. Man braucht einfach ein bisschen mehr Zeit als wir in anderen Geschäften, aber genau das macht dieses Haus aus. Und auf der anderen Seite die Arbeitsakquirierung für die ganzen Werkstätten der Lebenshilfe für Adelbergs darf ich auch machen. Und das ist ein spannendes Gebiet, weil hier geht es wirklich um Wirtschaft, hier geht es B2B, Business to Business, hier geht es ganz um etwas anderes. Also wir wollen auch in diesem Bereich Partner der Wirtschaft sein, weil Menschen mit Behinderung leisten sensationelle Arbeit und das ist auch wieder ein Wahnsinnserfolg, wo ich hier mit einfahren darf. Jetzt bist du leicht angeschlagen. Den Zuseher muss man erklären, das hat nichts mit Feiern zu tun, sondern du bist krankheitsmäßig leicht verkühlt und trotzdem hier mit dabei. Wie wichtig ist auch für dich als Landespräsident die Präsenz in den Medien? Also da zum Unterstreichen, ich bin seit 23.12. letztes Jahr einfach nicht mehr ganz gesund, aber das hat wirklich mit Fasching nichts zu tun. Die Präsenz in den Medien ist ebenfalls für den Fasching sehr, sehr wichtig, weil Fasching ist unter Anführungszeichen eine relativ ernste Angelegenheit und es wird leider Gottes immer draußen falsch transportiert. Und darum ist es für mich wichtig, auch solche Möglichkeiten wie heute mit dir, das zu kommunizieren. Kommunizieren, dass Fasching wirklich System im Hintergrund hat. Organisation. Organisation, System, viele Vorbereitungsstunden, viel Zeit, wo man investiert. Und es ist nicht nur immer Alkohol und. Ernst, herzlichen Dank. Ich wünsche dir auf diesem Weg gute Besserung. Ich hoffe, dass du topfit durch den Rest dieses heurigen Faschings kommst. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei den Zusehern. Ich hoffe, wir konnten auch den Zusehern in Österreich einen sympathischen Landespräsidenten im Ländl-Talk im Hubers in Götzitz präsentieren. Schön, dass Sie mit dabei waren. We'll be right back.